Ja, hallo alle miteinander, meine Freunde. Bastaflex ist wieder hier mit The Shepherd 82 in Earthbound. Und der liebe Jack hat uns nach Forsyth gebracht, nachdem er in der Wüste elendlich krepiert ist. Aber ich weiß da vielleicht Abhilfe. Aber bevor ich das mache, gehe ich zurück nach Threed und gehe da was holen, denn ich habe das damals per Zufall herausgefunden. Also, wir sehen uns gleich an diesem Ort in Threed. Und hier sind wir zurück im Hospital von Threed. Und ich habe damals das erste Mal, als ich Earthbound durchgespielt habe, überall das gecheckt, ob hier was ist. Flex, check the drawers. There was an insignificant item in the drawer. Also da ist ein unbedeutsames Item hier in dieser Schublade, was ziemlich verwunderlich ist, denn sonst findet man hier wirklich gar nichts. Aber hier, dieses insignificant Item ist gar nicht so insignificant. Gut, man kann den Item, den wir daraus erhalten, später auch noch sonst finden, aber so früh in der Geschichte ist er doch ziemlich neat. Palakon, insignificant item. Und wir bringen den Gegenstand diesem Typen zurück, den er gehört, den er hier im Spital vergessen hat. Und wir sehen uns gleich wieder. Back in Tucson. Ja, und wir sind zurück in Tucson, hier im Spital. Und ich zeige euch schnell mal bei den Girls dieses insignificant item hier. Was sagen unsere Help? Unsignifikantes Item. Es sieht nicht so aus, als wäre es wirklich viel wert, aber... Aber eben, hier kommt der Trick. Dieser Mann hat das verloren. Warum ich das weiß? Da ich das Insignificant Item, wie ich die Logik von diesen Spielen kenne, habe ich da mal nachgeguckt im Internet und habe rausgefunden, dass es diesem Typen hier gehört. Und wir machen das so, wir geben es ihm natürlich zurück. Use. Oh, vielen Dank, ihr habt mich so glücklich gemacht. Nach meinem Leben ist das das zweitwichtigste Gegenstand in meinem Leben. Für mich auf jeden Fall. Weil ihr so nett seid, möchte ich euch diesen Magic Trüffel geben. Es ist ein Souvenir von Scaraba. Paula got the Magic Truffle. Oh, Magic Truffle ist wirklich very nice. Ich kann es euch mal zeigen. Magic Truffle. Ein traumartiger, delikater Gegenstand oder Trüffel eben. So sagt man, im Boden bei Bäumen liegt, begraben liegt und zu finden ist. In sehr nassen und schmutzigen Plätzen. Es restored 80 PP. Aber das ist noch nicht alles. Ich werde euch dann auch Nutzen von diesem Magic Truffle zeigen, denn da kann man noch viel mehr rausholen. Also, seid gespannt. So, wir sind zurück in Forsyth. Ich habe noch schnell einen Save gemacht. Den Truffle, der Mann hat uns ja gesagt, es sei eine Erinnerung von Scaraba. Diesen Ort, die zweite Wüste, Shepherd, werden wir auch noch besuchen, später in diesem Spiel. Aber jetzt zuerst noch Forsyth, da gibt es wirklich in der Tat extrem viel zu entdecken. Und ja, die Wüste, das ist wirklich ein Bitch. Das ist wirklich fucking hard. Ich bin ganz viele Male gestorben, bevor ich wirklich eine gute Strategie herausgefunden habe. Und auch natürlich habe ich ja das noch ein wenig gelesen. Hier ist ein Hint-Guy. Können wir ihn mal fragen? Warte eine Minute, Youngster. Ich könnte dir einen großartigen Tipp geben für nur $65. Wollen wir das? Ja, komm, wir haben genug Geld. In der Mitte von den staubigen Dünen. Also in der Wüste der staubigen Dünen ist irgendwas am Verhungern. Ich fühle es. Das ist es für heute. Okay. Was will er uns damit sagen? Ich glaube, wir haben ja die Karte von da. Ich will in das Theater gehen, auf jeden Fall. Denn das triggert ein Event. Das triggert ein Event hier noch.
das ist hier. Das Topola Theater. Du hast ja das Ticket gekauft, lieber Jack. Also brauchen wir das auch. Ticket ist hier. Dann zeigen wir das auch gleich. Vielen Dank. Bitte beeilen Sie sich. Die Show fängt sofort jeden Moment an. Okay. Und Larry sitze. Und ich gehe mal hier rein. Ist da wieder der Manager? Was haben die Runaway Files diesmal gemacht? So, du bist also ein Runaway-Fan, hä? Was? Entschuldigen Sie mich? Nein, nein! Diese Band schuldet mir $1 Million! Wenn Sie Ihren Vertrag verbrechen, dann werden Sie in großer Dödu sein mit der Polizei! Die Polizei würde sicher sowas sagen wie, hey, ihr Jungs! Oder irgendwie so. Aber wenn es dir möglich ist, $1 Million zu zahlen, müsstest du schon Gold finden. Oder das würde dir nie gelingen, so eine Unmenge Geld, so mal an Geld zu finden. Hohohoho! Hohohoho! Okay. Kranke Bitch. Was haben die Runaway Files? Machen immer komische, shady Deals mit irgendwelchen Leuten in Theatern. Okay, 1 Million. Fucking hell. Aber, oh, ganz viele Leute. Komm, wir reden mit allen. Mit wem redest du? Können wir nicht mit dieser Pinkron reden? What the fuck? Hier ist niemand. Oh, hier ist jemand. Komm. Falls Flex kommen sollte, haben mir die Runaway Files gesagt, soll ich dich sofort reinlassen. Also komm rein. Yeah, okay. Okay, was für eine Scheiße habt ihr wieder gemacht? Ah, wir sind so hilflos. Wirklich hilflos und hoffnungslos. Okay, Idiot. Okay. Wir wurden schon wieder betrogen beim Besitzer dieses Theaters. Wir sind hier mit einem ganz komischen Vertrag gebunden. Oh yeah. Wir wissen nicht. Wir wissen zwar, wie wir singen können, aber nicht, wie wir Geld oder Frauen behandeln müssen. Geld Guard Monotoli zu treffen, brauchst du unsere Hilfe. Ah, wir haben ja schon versucht, im Monotoli Building reinzukommen. Wir wurden rausgeschmissen. Ich weiß noch nicht genau warum, aber ich gebe euch aber diesen Tipp, dass ihr unsere Hilfe braucht. Okay, hier ist nochmal wer? Okay, gut, mit ihm haben wir schon gesprochen. Duab Duabi. Und hier. Und du, das sagst du uns. Ah, nicht schon wieder. Ich will mit dem hier reden. Mit ihm. Ah, wir schulden euch, Jungs, eine verdammt große Menge. Es tut uns leid. Okay, ja. Okay, wir haben ein paar neue Hinweise bekommen. Oh, und die Show begins. Ich habe eine kleine Bombe für euch, Kinder. Ah, kaboom! Die Runaway Fives! Yeah! 3, 2, 1, go!
Und wieder einmal sind wir in den Genuss gekommen der wunderbaren Runaway 5 Show. Und alle Leute sind immer noch hier auf den Plätzen und mit denen können wir wahrscheinlich nicht reden. Aber es war sehr wichtig, was wir hier gemacht haben. Denn als wir mit der Managerin geredet haben, wegen der 1 Million, die wir zahlen müssen, und in der Wüste, also gibt es da 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Denn jetzt müssen wir, glaube ich, zurück in die Wüste. Aber ich kann ja nochmal ins Dinosauriermuseum gehen. Das haben wir auch noch nicht besucht. Oder geht es dann nicht? Jack! Was ist denn hier los? Warum kann ich hier nicht rein? Komisch. Ah, jetzt geht's. Also das Dinosauriermuseum hat keine wirklich echten Dinosaurier. Das sind alles Replikate. Aber ich bin mir sicher, dass jeder das weiß. Also, wenn du immer noch die Dinosaurier sehen möchtest, zahle 5 Dollar. Für euch alle. Also mach das 15 Dollar, okay? Please enter. You find an academic researcher inside. Also du findest einen Forscher drin. Okay? Also, sie sollte eigentlich Werbung machen für ihr Museum und nicht die Leute wirklich sagen, dass das alles künstlich ist. Ich wundere mich, wie viele Tiere sind wohl ausgerottet oder ausgestorben, bevor die Menschen sie entdeckt haben. Ich möchte einmal einen richtig lebendigen Dinosaurier sehen in meinem Leben. Ja, okay. Sehr schwierig, sehr schwierig. Riesig! Nein, nicht du! Ich rede über die Dinosaurierknochen! Okay. Dieses Museum sollte Dinosaurier-T-Shirt verkaufen. Okay, yo. Oh nein! Nein! Mr. Photographic Genius Guy, der kommt wirklich überall. Okay, ja. Wir wissen, dass du ein Genie bist. Ja, du darfst es auch selber sagen. Du bist überhaupt nicht eingebildet. Ja, Fuzzy Pickles. Und tschüss! Nur der Ness hat Freude daran. Sehr schön. Ja, die wirklich tiefsten Emotionen bringt das zurück. So, und hier, was sehen wir hier? Wir checken uns mal an. Dinosaurierknochen. Man glaubt, sie seien von südlich von Scaraba. Oh, schon wieder Scaraba. Frag nicht nach weiteren Details. Unsere Forschung ist immer noch am Laufen. Okay, geil. Was ist denn das? Was ist denn der? Das ist der Academic Researcher. Okay. Oh, ich bin so glücklich, dass heute ein paar Besucher hier sind. Diese Tage ist... Ja, heutzutage kommen nicht mehr viele Leute hierher. Ich bin Mr. Spoon, also Mr. Löffel, der Academic Researcher. Ich frage mich, ob heute ein paar weltbekannte Stars hierher kommen. Ja, wir sind doch weltbekannt. Busterflex, Shepard 82 und natürlich Math, Paula und Jeff. Dinosaurier, riesig, nicht wahr? Das ist alles, was ich aus meiner Forschung herausbekommen habe. Geil. Ganz geil. Müsstest du doch noch mehr hören? Flüster. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich habe gehört, dass die Dinosaurier auf der tieferen Seite von Scaraba gefunden wurde. Ja gut, das haben sie ja schon hingeschrieben. Und es gab sehr viele dort. Das sind alles unbestätigte Reporte. Aber es wird gesagt, dass die Dinosaurier ein paar Einheimische gegessen haben. Wenn du dorthin gehst, bitte versuch einen Dinosaurier zu finden und bring ein paar Fotografien mit. Bitte komm zurück, um zu studieren. Denn ich mag nicht allein sein. Okay, aber kannst du uns jetzt hier reinlassen? Nein? Geht nicht, okay. Also im Moment können wir hier auch nicht mehr viel mehr machen. Strange Lloyds, muss man sagen. Aber das sind wir uns schon von Earthbound gewohnt. Und ich sehe gerade, dass die Zeit mal langsam knapp wird.
Und ich glaube, ich gehe back in die Wüste. Voll in die Wüste. Das ist schon mal gut, denn wir haben was getriggert in der Wüste. Und deswegen gehen wir jetzt dorthin zurück. Sollten wir was machen können. Das mache ich noch schnell in diesem Video und dann mache ich einen Cut. Der Bus, der kommt. Der Bus, der geht nur bis nach Forside, also wir können von hier aus nicht weitergehen. Yeah, wir wollen zurück. Und wenn ihr es genau lesen könnt, hier auf dem Bus steht, das ist jetzt natürlich alles spiegelverkehrt, Greyhound Bus. Das ist bekannt nach dem typischen amerikanischen, auch im kanadischen Bereich, diese Greyhound Bus, ist diese Überlandbusse, die man dort brauchen kann. Finde ich lustig. Vielleicht werde ich nächstes Jahr auch mal mit so einem fahren in Amerika, wenn ich dann hingehe. So, hier ist die Wüste. Wirklich, die ist die Hölle. Deswegen nennt man sie auch Wüste. ich glaube, wenn du schon mit dem Typen geredet hast, da bei diesem kleinen Holzhaus und ihm was zu essen gegeben hast, das weiß ich eben nicht, da du es mir nicht gezeigt hast. Uns? Lieber Jack, warum hast du das uns nicht gezeigt? Ja, hier gehen wir raus. Und natürlich sofort schnell rein, denn wir bekommen sonst schon einen Sonnenstich. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.